Hallo zusammen und herzlich willkommen, ich bin Bernd von Berndwerk, heute mit einem kurzen Videoblog zum Thema Absaugung. Nachdem ich hier meine Drechselbank und Zubehör ausgepackt und aufgebaut habe, sollte man ja meinen, dass auf dieser Seite der Wand diese Kisten endlich verschwunden wären, aber nein, siehe da, da stehen schon die nächsten Kisten. Das hier ist ja meine Absaugung. Das ist nichts anderes als ein 200-Liter-Fass mit so einem Zyklonabscheider obendrauf, an dem wiederum ein handelsüblicher Staubsauger hängt. Um meine Tischkreissäge abzusaugen, zumindest unten, oder die Kappengärungssäge, reicht das hier auch wirklich allemal aus. Wir werfen mal einen kurzen Blick rein. Da sieht man, dass es erstens halb voll ist und zweitens, dass ich hier in diesem Bereich so einen Holzring eingebaut habe. Der Holzring soll das Fass stabilisieren, denn der Unterdruck des Staubsaugers reicht ansonsten bereits aus, um das Fass einzudrücken bzw. die Luft so stark abzusaugen, dass Luftdruck von außen das Ganze eindrückt. Zwei Probleme habe ich mit dieser Absaugung. Das große Fassungsvolumen von 200 Litern ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, weil ich entsprechend selten das Fass mal ausleeren muss. Auf der anderen Seite, wenn ich es ausleeren muss, dann kann ich dieses große Fass nicht einfach mal so zur Mülltonne tragen oder direkt ausleeren, sondern ich muss es umkippen und dann Eimer für Eimer auskehren und zur Mülltonne bringen. Das sorgt natürlich wieder dafür, dass eine Menge Staub aufgewirbelt wird und man sollte dabei auch eine Atemschutzmaske tragen. Das ist also nicht so ganz Sinn der Sache. Insofern wäre eine kleinere Absauganlage vollkommen ausreichend. Mein zweites Problem und Hauptproblem habe ich aber im Zusammenhang mit dem Abricht- und Dickenhobel. Wenn ich diese Absaugung da anschließe, dann genügt der Luftstrom, den das Teil zieht, offenbar nicht aus, um die großen Sägespäne hinreichend abzusaugen, sodass mein Abricht- und Dickenhobel regelmäßig verstopft ist, so als wäre fast keine Absaugung daran. Hier sieht man das ganz gut. Sobald die Späne irgendwo herausgeflogen kommen, bedeutet es, dass das Teil verstopft ist. In Projekten der Vergangenheit habt ihr das hier oder da auch schon mal sehen können. Also habe ich Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit dem Bau eines Käsebrettes beschlossen, mir hier was Neues zu kaufen. Sei es als Ergänzung zu der anderen Anlage oder als Ersatz dafür, das werde ich mal schauen. Auf jeden Fall sollte die ursprünglich Mitte Januar geliefert werden, beziehungsweise ab Mitte Januar lieferbar sein. Dann gab es wohl irgendwo eine Verzögerung, dann hieß es auf einmal Ende Februar. Schlussendlich kam das Teil aber dann doch schon Anfang Februar an, steht also jetzt auch schon wieder 4 Wochen hier herum. Und heute werde ich mich mal endlich daran begeben, das Ganze auszupacken, nachdem ich mit den Drechselbankprojekten fertig bin. In dieser Kiste hier, die übrigens schon vor der eigentlichen Absaugung kam, befindet sich Zubehör. Der große Schlauch, hier der Stutzen und in dieser Kiste ein Fuß mit Rollen, auf die man die Absaugung draufstellen kann. Und hier drin befindet sich die Absauganlage. Das Teil gibt es prinzipiell wohl mit einem, zwei oder drei Motoren. Drei Motoren fand ich jetzt ein bisschen oversized, sozusagen. Ein Motor, eventuell ein bisschen schwach. Ich wollte was haben, was auch wirklich die Späne gut absaugen kann, auch bei diesem Abricht- und Dickenhobel. Deshalb habe ich mich für die mittlere Variante entschieden, die mit zwei Motoren. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Das werden wir gleich mal testen müssen. Ich hatte mich schon gewundert, wo denn die Anleitung ist. Hier in diesem Sack im Inneren. Da war sie drin. Das sieht aus wie Filterbeutel. Ein Gummiband. Zwei Gummibänder. Und noch zwei hier so kleinere Säckchen. Gut, also, das hier sind die Papierfilter.
Die kleinen hier sind die Stofffilterbeutel. Die kommen zuerst innen über den Motor drüber, beziehungsweise den Motorkäfig. Dann kommen die Papierfilter oben drüber und dann wird das Ganze hier mit den Gummibändern fixiert. Der große Sack gehört dann, soweit ich das verstanden habe, hier noch rein. Und zum Schluss kommt das hier oben drauf. Hier in diesem Bereich gab es übrigens einen kleinen Transportschaden. Nichts, was man nicht hätte selber wieder rausbiegen können. Das Blech war am Deckel halt so ein kleines bisschen eingedrückt. Mit diesem kleinen Transportschaden habe ich mich an Maschinenhandel Meier gewendet und gefragt, was man da denn jetzt tun könne. Ich habe erwartet, dass man entweder mir anbietet, das Gerät auszutauschen oder einen gewissen Rabatt gewährt. Beides ist auch geschehen, also beide Optionen hat man mir angeboten. Ich habe mich für Variante 2 entschieden, denn das war offen gesagt relativ leicht, mit einer Zange wieder gerade zu biegen. Aber darüber hinaus ist noch was ganz Tolles passiert. Der Sven Meier von Maschinenhandel Meier höchst selbst hat mich nämlich angeschrieben und gesagt, hör mal Bernd, du hast so viel Kram gekauft bei uns in der letzten Zeit, wir würden dir gerne über diesen kleinen Rabatt hinaus einen etwas größeren Rabatt gewähren. Da sage ich natürlich nicht nein, sondern Sven Meier, vielen, vielen herzlichen Dank. Das kann ich natürlich gut gebrauchen. Da es sich aber jetzt hier offiziell um eine gesponserte Maschine handelt und ich das Gerät in diesem Video und in weiteren Videos natürlich regelmäßig nutzen werde, kann ich nicht mehr behaupten, keine Gegenleistung erhalten zu haben. Von daher wird auch bei mir ab sofort Werbung in einer dieser Ecken stehen, einfach damit ich auf der sicheren Seite bin. Maschinenhandel Meier, nochmal vielen Dank. Jetzt wird aber getestet. Bevor ich es vergesse, hier fehlen natürlich noch die Räder. Die Schraube wird von unten in das Loch eingesteckt. Das Ganze kommt dann natürlich von unten hier durch und die Gegenmutter obendrauf. Das hier ist jetzt nur ein bisschen mehr als handfest, aber das muss genügen. Und jetzt muss das Ganze hier so zusammengedrückt werden, dass der Ring von innen in diesen Fassrand hineinpasst.
Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier so ein paar alte Fichtenbalken auf Dicke gehobelt, vorher abgerichtet. Ein paar Späne kamen noch rausgeflogen und ich bin mal gespannt, ob jetzt hier unten drunter die Haube zu ist. Denn das war immer einer der Punkte, wo es sehr schnell verstopft ist. Nee, gar nichts. Also wirklich gar nichts. Hier auch nicht. Sehr schön. Und man muss ja zugeben, das war erst ein Motor. Mal schauen, ob da noch Sägespäne rauskommen, wenn ich beide Motoren einschalte. Die Balken sind heute nur Beiwerk. Viel spannender ist die Frage, wie sieht's hier drin aus? Hier ist schon mal alles sauber. Und hier drunter befindet sich natürlich ordentlich Zeug. Gut, das sollte ich jetzt nicht so stark ausschütteln, sonst habe ich den gleichen Effekt wie vorher. Staub in der Luft, was ich ja nicht wollte. Die Tonne ist jetzt auch, ja, ich würde sagen, ein gutes Drittel gefüllt. Das heißt, die Absauganlage hat ordentlich ihren Dienst getan. Ups. Ja, Fazit nach dem ersten Test. Mit dem 10mm Schlauch und nur einem Motor ist die Anlage schon stark genug, um meinen Abricht- und dicken Hobel abzusaugen, sodass die ganzen groben Späne auch gut abtransportiert werden und nichts mehr verstopft. Wenn ich den zweiten Motor mit dran habe, dann reicht es doppelt, dann fliegen auch gar keine Späne mehr raus. Gut, das Volumen ist natürlich ein bisschen kleiner als bei meinem großen blauen 200 Liter Fass, aber da habe ich ja schon gesagt, das war eh unhandlich, das Ganze auszuleeren. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich diese Anlage jetzt öfter benutze als die andere, wobei da im Moment noch der kleine Schlauch dran ist, hier der große Schlauch, und solange ich mir noch keine Adapter angefertigt habe, um die kleinen Geräte abzusaugen, werde ich beide wohl parallel nutzen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl.